Aber ich glaube, wir kriegen jetzt einen Ammonitas. Ich bin mir nicht sicher. Das dauert eh noch alles ein bisschen. So, mach's gut, mein Kleiner. Ich hau ab. Oh, was haben wir denn da? Ein Kampfhammer da. Cool. Nochmal ein Zubat. Nee, komm, den Kampf werde ich verlassen. Flucht. Unsere Pokémon sind extrem angeschlagen. Gegengift, ja. Ach, da hätte ich jetzt noch ein Gegengift bekommen. Schau mal einer an. Hätte sich unser Pikachu doch vergiften können. Oh, Tageslicht. Ja, juhu, Tageslicht. Die Welt hat uns wieder. Wo sind wir hier? Route 4, Mondberg, Azuria City. Yay. Gut. Gut, hier oben bei den Zweien können wir uns jetzt Kampf-Pokémon-Attacken holen. Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörender und verheerender Wirkung, bla bla bla. Mega-Heap, ja. Also, soll eine... Ach, genau, wir bekommen das ja gar nicht als TM. Ja, sagen wir mal, ja. Schön, welches Pokémon soll Mega-Heap erlernen? Komm, unser Shilock bekommt mal den Mega-Heap. Ja, 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 ja. Ja, es soll eine vergessen werden zugunsten von Mega-Heap. Und zwar der Panzerschutz. Das ist das Einzige, was da wirklich weg kann. So eine Kampfattacke zu haben, ist nie verkehrt. Und unser Pikachu bekommt den Mega-Kick von dem Gegenüber. Ein Drittbrutaler. Blablabla. Das hätte ich jetzt vielleicht mal vorlesen sollen. Na gut, Mega-Kick ein Pokémon beibringen. Natürlich wollen wir Mega-Kick ein Pokémon beibringen. Allerdings frage ich mich jetzt doch, wie Pikachu einen Mega-Kick erlernen soll. Ich kann euch gerne nochmal die Füße von Pikachu zeigen. Die sind extrem klein und Beine sieht man da nicht wirklich dran. Ja, Pikachu soll Mega-Kick erlernen. Welche Attacke soll jetzt für Mega... Der Rutenschlag, das sollte klar sein, da brauche ich nicht lange überlegen. Ab und tschüss, Rutenschlag. Und Pikachu erlernt Mega-Kick. Ja, 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 ja. Du brauchst mir nicht erzählen, bei deinem Freund gegenüber war ich schon und wir hauen jetzt ab. Wir machen uns nach Azuria City rund. Was haben wir denn hier oben? Da haben wir noch ein Item. Was haben wir denn? Ein Brüller. Brüller braucht man nicht. Brüller können wir in der Theorie verkaufen. Haben wir vielleicht hier unten noch irgendwo was außer diese Wiese? Nein, wir haben nur die Wiese hier unten. Scheiße. Ich bin ein bisschen zu früh runtergesprungen. Ich wollte vorne bei den... Ja, zwei Karate-Typen da eigentlich nochmal runter und gucken, ob da noch ein Item rumliegt. Gut. Wir machen uns nach Azuria City und dann werde ich auch die laufende Aufnahme beenden. Hey, der Fahrradhändler. Ja, da kriegen wir leider noch nichts. Pokesender. Gut. Dankeschön. Danke fürs Heilen. Danke. Du bist die Beste. Tschüss. Ja. Gut, dann... gehen wir hier nochmal rein. Hier gab es irgendein Item. Ich glaube, der Kerl hat uns die Angel gegeben, oder? Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bla bla bla. Orden sind geheim. Ja, ja. Also dann... Ach, über gar keinen. Lagen hier oben nicht noch Items? Irgendwas gab es hier in den Garten. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber ich bin der Meinung... Nix. Na toll. Ja, Opa, dein Grundstück da hinten ist hässlich. Da liegt nichts für mich rum. Was hast du denn für mich dabei, Opa? Ich stelle mir eine Vielzahl von Medikamente aus Bärenpuder. Was? Mit gutem Bärenpuder kann man jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Ja, hab ich. Warum lügst du mich an? Woher weißt du, dass ich lüge? Wie viele Bären hast du? Keine einzige. Ja, das stimmt. Ich glaube, in diesem Teil gibt es auch keine Bären. War damals zumindest so. Was ist das denn? Bärenmühle? Drucktempo, Platzierung? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gut. Das ist neu und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was haben wir hier unten noch? Unten haben wir noch den Markt. Da sollten wir vielleicht irgendwann nochmal reingehen. Was hast du? Seufz. Zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Passiert nirgendwo etwas, das mich unterhalten könnte.
Ach, du guckst gerade TV. Was läuft denn da? Da müssen wir nochmal gucken gehen. Was läuft denn gerade bei dir in der Klotze, alter Mann? Dein Fernseher sieht recht aus. Ein Pokémon ist im... Ein Pokémon ist im Fernsehen. Es scheint Spaß zu haben. Tja, warum hat Opa hier keine Zeit? Kein Spaß. Gut. Das war's dann an dieser Stelle. Hier ist schon mal die Arena. Da drin wartet Misty auf uns. Gut. An dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Bis in der nächsten Folge oder direkt im Anschluss hieran. Bis dann. Tschüss. Hallo liebe Nerdschaften und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. Ja, in den letzten Folgen, in der letzten Aufnahmesession, in den letzten Folgen, haben wir uns durch den Mondberg gekämpft, der jetzt so ein bisschen links von uns ist. Heute werden wir uns die Nuggetbrücke vornehmen und Misty Blatt machen. Das habe ich mir jetzt für diese Aufnahmesession so ein bisschen überlegt, dass ich das machen möchte. Und ein Pokémon fangen. Ich möchte ein Pokémon fangen, dafür brauche ich aber einen Pummeluff. Ja. Ich mag Pummeluff nicht, aber es hat auch was Gutes, dieses kleine, süße, knuffige Viech. es wird... Was will ich denn hier? Jemand des PC, genau. Es wird ein paar kleine Änderungen an meiner Aufnahme geben. Ich möchte nicht mehr weiter direkt am Stück aufnehmen, sondern die Folgen zeitlich begrenzen. Also, dass ich mich dann doch nach den Folgen auch verabschiede und so weiter, dann die nächste Aufnahme starte. Mir wurde gesagt, dass meine Cuts momentan extrem, naja, sind... es sind doofe Ecken gewählt, teilweise auch im Kampf, das habe ich auch gesehen. Das Problem ist, dass ich aktuell keine Folgen hochladen kann, die länger als 15 Minuten sind. Und dementsprechend sind die Katzen ein bisschen scheiße gewesen, ja. Ich habe jetzt, sollten wir vielleicht nochmal heilen, da wir das Pummeluff im Kampf gefangen haben. Wie werde ich das machen? Ich lasse jetzt einen Timer mitlaufen. Ja, ich lasse jetzt einfach einen Timer mitlaufen und den so ein bisschen im Auge behalten und dann direkt auf Zeit schneiden, verabschieden, das alles dann nochmal richtig schön schneiden und so weiter. Vielleicht habe ich damit mehr Arbeit, vielleicht weniger, ich weiß es nicht, das ist das erste Mal, dass ich das so mache. Ja. Wir wechseln mal das erste Pokémon. Ich habe eben schon mal angefangen aufzunehmen und ja, da hat es bei mir ein bisschen geleckt. So, tauschen. So. Wunder, wunder hübsch, oder? Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal nochmal Bibor im hohen Gras trainieren. Weil Bibor werden wir brauchen, denke ich. Auf der Nuggetbrücke also werden wir unser Bibor jetzt ein wenig trainieren. Bibor hat sich übrigens in der letzten Aufnahmesession entwickelt. Aus unserem Kokuna, das wir in zierliche Handarbeit weiterentwickelt haben. Sehr schön, das Radfratzi hat auch Level 10. das ist doch jetzt schon mal etwas Positives, dass dieses Radfratzi auch Level 10 ist, weil somit haben wir eine gute Chance dagegen und es gibt auch nicht wenig EP. Also zumindest sollten die EP dann ausreichen. Nochmal den Furienschlag. Ich sollte vielleicht den Furienschlag auch auf einen anderen Platz setzen, weil eben der Furienschlag von Bibor so die Main Attack ist. Jetzt können wir nochmal den Giftstachel machen und dann sollte das Spiel hier vorbei sein. Jawohl. Das war sogar noch ein Volltreffer. Tschüss Radfratz, wir sehen uns. 81 E-Punkte, das ist jetzt nicht so viel, aber es könnte reichen, um ein paar Level dazu zu gewinnen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier in diesem Gebiet, außer Radfratz, wieder eine Rattenplage. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier in diesem Gebiet großartig los ist. Welche Pokémon hier rumfleuchen? So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen die Reihenfolge tauschen. Wollen wir den Giftstachel machen? Mal gucken, was der Giftstachel dem Radfratz abzieht. Das ist jetzt auch ein paar Level weiter unten. Also ist nicht so viel. Da ist der Furienschlag doch schon besser an der Stelle. Also machen wir wieder mit dem Furienschlag weiter. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Aber das Husten kennt man ja so oder so, allein durch die Raucherei von mir.
Ja. Viermal getroffen. Radfratz ist Geschichte. Gibt allerdings auch nicht viel EP. Ja, 65 sind's. Gut, besser als gar nichts. Hauptsache, wir können unser Bibor ein bisschen hochtrainieren, weil vor der Nugget-Brücke, muss ich ganz ehrlich sagen, graut es mir doch schon so ein bisschen. Und wieder. Sag mal, hier ist schon wieder eine Rattenplage, oder? Dieses Radfratz ist Level 12. Das könnte jetzt natürlich so um die 100 EP geben, wenn wir Glück haben. Genau weiß ich es leider nicht. Hoffentlich treffen alle 5. 4. Und kommt der 5. auch noch. Der war sogar ein Volltreffer. 4-mal getroffen. Sehr schön. Mit 4 Treffern haben wir dem Vieh jetzt... Ja, eigentlich waren es ja 5 Treffer, wenn man es genau nimmt, weil der Volltreffer zählt ja als... ja, sozusagen als zweiter Schlag. Macht dann halt doppelt so viel Schaden durch den Volltreffer. Sollen unseren Bibor mal einen Trank reinklatschen? Machen wir jetzt auch. So. Da fühlt sich unser Bibor wieder toll und insektig. Nein, da will ich nicht schon wieder rein. Und... Ach, schon wieder ein Deckel. Komm, jetzt mach das Viech platt. Dann geht's für dich ins Pokémon-Sender. 2-mal getroffen. Und der Giftstachel nochmal hinterher. Und der Ruckzuck-Hieb macht unser Bibor-Blatt. Leck mich am Arsch. Nächstes Pokémon einsetzen. Natürlich möchte ich mein nächstes Pokémon einsetzen. Und das wird jetzt mal das Taubsi. Hier, komm. Radfratz hat nicht mehr viel und das Taubsi könnte dann ein, zwei Level dazu gewinnen. Ja, schön, schön, schön. Routenschlag ist immer toll. Es geht auf die Verteidigung von Taubsi. Interessiert mich nicht weiter, solange die Angriffskraft oben bleibt, das Radfratz platt macht. Und unser Taubsi jetzt... 97 EP. Das ist schon mal was. Da haben wir auf jeden Fall unseren Level up, jawohl. So, Level 7 erreicht und oh, sogar fast Level 8. Das ist... Das gefällt mir. So gefällt mir das. Wir gehen jetzt nochmal zurück ins Pokémon-Sender. Damit unser Bibor wieder fit ist. Das Problem ist, unsere Pokémon sind zwar jetzt, also zumindest Shillock und Pikachu sind jetzt Level 17. Das hier ist auch so circa Level 17 Gebiet. Aber mit nur zwei Pokémon kommen wir hier nicht weiter. Deswegen müssen wir jetzt unser Bibor halt trainieren. Habe ich das jetzt geheilt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Jawohl, habe ich. Deswegen müssen wir unser Bibor auch mal hoch trainieren und vielleicht auch unser Taubsi, wenn wir nicht einen besseren Vogel... Besseren Vogel werden wir später auf der Seeschauminsel oder sonst wo finden. Also ich möchte da auch Arktos haben von den Legendären. Die anderen zwei sind mir egal. Und, sag mal, heute ist echt wieder eine Rattenplage angesagt, oder? Furienschlag, natürlich der Furienschlag. Das kennt man schon. Das ist auch schön, wie der Furienschlag reinzimmert. Also wenn er trifft, sehr schön. Gefällt mir. Jetzt geben wir gleich nochmal einen Giftstachel auf dieses Radfratz. Und dann wechseln wir doch nochmal auf Taubsi, damit Taubsi auch ein Level abbekommt. Ja, sehr schön, wurde vergiftet. Und das Gift bringt es jetzt um, oder? Ja, gut, dann war es das mit Radfratz. Es hat dem Gift nicht widerstanden. So leid es mir tut für das arme Viech. Und unser Bibor ist Level 11. Hoffentlich lernt... Nee, ich glaube, erst mit Level 15 oder so lernt es was. Sag mal. Ich glaube, die Folge werde ich auch wieder irgendwas mit Rattenplage nennen. Die nächste Rattenplage oder sowas. Ich weiß es noch nicht. So, das war ein schöner Furienschlag. Komm, noch ein Volltreffer. Nein? Nur 2-mal getroffen? Och. Bibor. Das kannst du doch besser. Und nochmal. Schon wieder nur 2-mal getroffen. Das gibt's doch nicht. Was macht das Viech denn? Und schon wieder Ruckzuck-Hieb. Hoffentlich... Oh, Gott sei Dank. Der hat uns diesmal nicht kurz und klein geschlagen. So, und unser Bibor muss wieder geheilt werden. Das bedeutet für uns zurück zum Pokémon-Sender. Und dann werde ich diese Aufnahme hier auch schon wieder beenden, wenn wir im Pokémon-Sender waren. Gut. Also, mit der Heilung. Ich verabschiede mich erstmal für die jetzige Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.